Jo, hallo Leute, ganz herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Part von Let's Play Super Mario Sunshine Arcade 2. Ja, wir sind wieder zurück auf Rico Harbor. Die Welt haben wir beim letzten Mal betreten können und... Och nö. Habe ich es nicht beim letzten Mal sogar schon angekündigt, dass das noch kommen wird? Ach man, okay, also wir haben die Speeddrüse oder whatever die ist. Turbo-Nozzle heißt es im Englischen. Und die blaue Münze, die ist auch ein bisschen widerlich. Achso, dann muss ich abbremsen davor. Sollte ja schon irgendwie funktionieren. Ah! Stopp. Passt. Rein theoretisch könnte ich mit dem Drehsprung aber auch rüber, aber ich weiß nicht, ob ich das riskieren soll. Wartet. Gut, das war einen Millimeter zu weit. Aber ich glaube, so funktioniert's. Sollte aber trotz des Fails, glaube ich, ein Level sein, was gar nicht mal so schwierig ist, weil wenn das wirklich nur das Einzige ist, was hier kommt. Und... Gut, ich habe nie was gesagt, da kommt noch ein bisschen mehr. Mit Würfeln. Die habe ich jetzt auch schon gut in Erinnerung. Ja, ich will die blaue Münze auf alle. Mann, spring doch, Mario! Springen ist nicht so schwierig, bitte. Das sollte man auf alle Fälle noch hinkriegen. Ja, ich weiß übrigens nicht, ob ich euch im Vorhinein in dem Video noch eine Einblendung gemacht habe, was da bei mir privat so passiert ist am Discord. Wenn ja, dann freut euch. Ah, nicht schieflaufen. Und wenn nicht, ich werde es sicher noch irgendwo anders erwähnen. Aber ganz ehrlich, lief einfach mega blöd. So, hier abbremsen. Ich meine, ist auch kein Grund, dass man sich jetzt dauerhaft darüber ärgert. Was war das denn jetzt? Ich bin ein bisschen zu früh gesprungen. Deswegen hat der jetzt den Turm nicht genommen. Okay, das ist doch ein bisschen schwieriger als erwartet. Vielleicht sollte ich, wenn ich aufhöre, so beim ersten Versuch, einfach eine Stampfattacke machen. Aber dann ist ja trotzdem die Frage, wie komme ich wieder zurück? Ja, okay, die blaue Münze bleibt sowieso gespeichert. Die bleibt sowieso gespeichert, ich weiß, aber trotzdem. Legit wäre halt Überleben. So. Okay, ich bin tot, aber ich hab sie. Irgendwie hat die Stampfattacke jetzt nicht ganz funktioniert. Also entweder bin ich gerade einfach nur blöd und schlecht in Form, oder ich kann es einfach nicht. Ja gut, die Drüse konnte ich sowieso nie wirklich. Ich bin froh, dass sie im Hauptspiel eigentlich gar nicht so oft verwendet wurde. Man braucht es immer nur für so ein paar Kleinigkeiten. Blaue Münzen sammeln oder... Warte mal, war die wirklich in irgendeiner Welt präsent? Ich könnte mich jetzt ehrlich gesagt gar nicht erinnern. Was sollen die Kisten hier? Ich frage gar nicht nach. Oh nee, jetzt muss ich... Okay, also schieflaufen, das ist schon... ...bisschen widerlicher. Okay, ich hab's. Nice. Ja, und den Würfel, den muss ich jetzt am besten timen. Ja, genau deshalb. Vor allem, wenn die vorne da schräg gehen, das ist schon ein bisschen... ...kniffliger. Und ich hab's! Okay, huh! Ich habe glaube ich, schon irgendwann mal erwähnt gehabt, dass ich auch diese drehenden Würfel nicht so wirklich mag. Na gut, egal. Auf alle Fälle, das ist die 20. Schein und damit haben wir bereits... Oh ne, jetzt habe ich mir wieder eine Rechenaufgabe gestellt. Ich wollte gerade sagen, ein Viertel. Das stimmt noch nicht ganz, wenn es 96 sind. Ein bisschen mehr als ein Fünftel. So, und was hier kommt ist... Nein, rote Münzen! Aber ich habe meinen Dreck weg, immerhin etwas. Und es scheint nicht auf Zeit zu gehen. Aber wie mache ich das am besten? Ja, okay, das ist ein bisschen mit Risiko verbunden, ne? Aber wenn es so bleibt, dann mache ich mir ehrlich gesagt auch um diese Mission keine Sorgen. Ja, ich muss jetzt irgendwie nach oben kommen. Ich finde das sieht aber auch so richtig lustig aus, wenn das so lose da hängt. Da unten ist die blaue. Bevor wir die vergessen, holen wir die ganz schnell mal. Okay, im Nachhinein sieht das doch ein bisschen enger aus, die Plattform, als was sie in Wirklichkeit ist. Zumindest war das Landen jetzt keine große Problematik. Wo ist denn das Teil? Da ist es. Bitte geh jetzt nicht zur falschen Zeit hoch. Nee, das kann knapp werden. Oh. Ich bin schon ein bisschen sehr Risiko dabei. So, darüber. Wir haben jetzt zwei rote. Das war die dritte. Na komm, wo ist das Teil jetzt? Ach, das bewegt sich im Rhythmus mit. Ja gut. Dann brauche ich mich ehrlich gesagt nicht wundern, wenn es nicht kommt.
Genau, weil ich brauche jetzt das, damit ich die hier auch kriege. Aber ich glaube trotzdem, ja, da hinten, da muss ich auf alle Fälle schweben. Also ich muss mein Wasser auf alle Fälle aufbewahren. Das war, glaube ich, dumm. Ja, das war dumm. Okay, ich bin noch da. Ja, wie komme ich da jetzt weg? Gar nicht, glaube ich. Ich glaube, ich bin tot. Nee, ich kann mich festhalten, perfekt. Aber jetzt muss ich wieder einen neuen Weg nach oben finden. Ne? Passt, erledigt. Darüber. Ach, der bleibt durchstehen. Ich dachte, ach Mann. Also muss ich jetzt echt eine halbe Stunde warten, bis der... Achso, da bewegt sich... Nein, nicht schon wieder runterfallen! Ich hasse diese Dinger! Ich bin... Ich lebe noch. Bitte rette dich, Mario, bitte rette dich. Ah, dammit. Dauert vielleicht doch ein bisschen länger, als was ich will. Ich wollte jetzt gerade probieren, die rote Münze zu kriegen. Das war dämlich. Ich hätte warten sollen. Ich hätte einfach warten sollen. So, ganz schnell die Sequenz einfach überspringen. Vielleicht habe ich dann genug Zeit, um mir die rote zu holen. Nee, das geht sich nie und nimmer aus. Aber ich will nicht so lange warten. Das ist lame. Aber ich muss. Ich muss wirklich. Also das Level hätte man eindeutig besser handeln können. Und so einfach die ersten beiden Münzen sind, umso schwieriger und asozialer wird es danach. Aber jetzt habe ich wieder volles Wasser immerhin, weil ich hatte schon die Befürchtung, dass mir vielleicht später das Wasser ein bisschen zum Verhängnis werden könnte. So, das bleibt hier stehen, nicht wahr? Hä, hey, dreh sich das jetzt doch? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es gerade einfach echt nicht. Hey, das eine dreht sich, das andere nicht. Das ist kompletter Brainlag hier. Jetzt geht's wieder weiter. Okay, das hat ein bisschen mehr Zug drauf. Ich wette, das bleibt jetzt vor der roten Münze stehen. Hundertprozentig. Auf alle Fälle, hier sind die beiden, die ich noch brauche. Dann sind noch drei weitere irgendwo versteckt. Eine sehe ich da oben noch. Gut, das war Nummer 5. Da ist wieder ein schöner Aufzug. Bitte schnell, bitte schnell, bitte schnell. Huh. Mhm. An den asozialsten Stellen überhaupt. Einmal mitten in der Luft, einmal hier, dass ich jetzt wieder warten muss extra. Und dann noch da in der Mitte. Na komm, gib Gas bitte. Ich will doch nur die rote. Bitte komm her. Ja, ja, ja. Oh, hab sie. Hm. Die gute Frage ist natürlich dann auch noch, wo die Schein sein wird. Achtung, wir werden es herausfinden, ne? Am Spawn. Okay, gut. Hätte ja sein können, dass jetzt noch irgendwo eine Reihe ist, dass man irgendwo hoch muss, aber... Es wird doch ein bisschen an die Spieler gedacht. Wo ist denn der Spawn eigentlich genau? Ist er wirklich nur unter mir? Hä? Achso, ich hätte einfach runterspringen müssen, okay. Wisst ihr, ich wollte sich einfach so blind runterspringen. Das ist immer mit Risiko verbunden. Aber ich bin ehrlich gesagt schon froh, wenn wir aus Rico Harbor heraus sind, weil, wie gesagt, ich kann diese drehenden Dinger einfach nicht mehr sehen. Ich will die auch gar nicht mehr sehen. Am Ende kommt so ein All-Star-Level, wo das auch noch gewollt ist. Gut, Wolken das allererste Mal. Warte, Dreck weg oder nicht? Ja, nice, Wandsprünge. Warum denn auch nicht? Hatten wir schon so lange nicht mehr. Wer kennt's nicht? Wandsprünge. Wobei, das sieht ein bisschen mehr nach einem normalen Jump'n'Run-Part aus. Und nicht mehr, nicht weniger. Hm. Trotzdem, irgendwie sagt mir... Genau sowas war gemeint. Okay, ich bin nur bis ganz runtergefallen. Dachte schon, ich wäre down. Ich dachte gerade, dass da oben wird sich ausgehen. Kann ich das irgendwie abkürzen? Nee, oder?
Weil ja, eigentlich könnte ich schon probieren, da hochzukommen, aber es wird sich nicht ausgehen. Normaler Sprung eben, ja. Okay, das ist widerlich. Aber es geht sich aus. Bin froh, dass ich mein Skill seit den letzten Folgen nicht verlernt habe. Normalerweise würde ich da schon lange irgendwo unten liegen. Ja. Vor allem nicht zu vergessen, das Risiko ist ja nach wie vor, dass wir eventuell nicht diese 24 Folgen haben, die ich im Endeffekt will, sondern dass es vielleicht das Ganze doch ein bisschen länger dauert und die blaue Münze, die könnte mein Tod sein. Ja, ist es auch. Oder? Ja. Ich glaub, da wäre noch ein bisschen weiter schief gegangen. Also an dem muss ich noch ein bisschen arbeiten. Weil jede blaue Münze sterben, das geht auch. Was mache ich? Das war ein bisschen zu weit. Komm, bitte keine unnötigen Tode. Ich will bitte meinen 3 bis 4 Insignien-Schnitt halten. Das wäre ganz nett. Aber trotzdem, das Level hat von der Übersicht her... Warum hat der Typ sich da jetzt nicht festgehalten, wenn er schon runterfällt? Gut, langsam frustet's. Aber man muss auch... Jetzt schon wieder! Jetzt schaut euch das an! Alter, was ist mit dem? Hat er schon wieder irgendwas in der Hose klemmen? Wäre nicht das erste Mal. Ja, super, wow. Alter, ja, ich habe minimal jetzt nach hinten gedrückt. Minimal. Damit ich ja nicht diesen behinderten Salto mache. Und was macht der? Natürlich läuft er runter. Ich meine, Suizid ist ja heute so geil in der heutigen Welt. Wirklich, also, oh Mann. Unser Klempner, ein richtiger Vorbild hier. Zeigt, wie man Suizid hat. Bitte nicht nachmachen, Leute. In dem Fall ist Mario ein schlechtes Vorbild, wenn das sein Plan hier gerade ist. Och Mann. So ganz nach vorne. Das erinnert mich gerade ein bisschen an Golf. Wow. Weil das ist auch immer so gewesen. Immer ganz leicht gedrückt. Oder FIFA besser gesagt. Ist nicht einmal passiert, dass Leute ihren Controller verprügelt haben, wenn FIFA nicht das macht, was man wollte. Und so fühle ich mich jetzt gerade hier auch ein bisschen. Ja, ist nicht dein Ernst, Mario. Ist nicht dein Ernst. Wieder, schaut euch das an. Schaut euch das an! Was hast du denn, Junge? Also so schwierig ist das Level jetzt echt nicht. Ich glaube, jeder, der was die besetzigen Level alle gesehen hat, der weiß ganz genau, dass da schon 30 Mal Asozialeres dabei war. Na gut, dann ist aber heute auf alle Fälle schon geklärt, dass das letzte Level der Folge sein wird. Bevor dann noch irgendwie... Mehr passiert, okay, hab's geschafft. Jetzt kommen die Haken auch noch, ihr wollt mich doch verarschen. Hä? Wait, what? Nee, nicht euer Ernst jetzt, oder? Wollt ihr mir nicht erzählen, hä, als ob das geht? Ich bin daneben gelandet. Ja, nice. Okay, aber nicht ganz nach unten. Immerhin etwas. Ich bin gerade echt ein bisschen überfordert. Wie soll ich das denn schaffen? Und vor allem, warum ist da hinten so ein Bogen so ein komischer? Das ist alles rigged hier! Ohne Witz! Oh. Sorry, ich war jetzt gerade ein bisschen direkter, weil das hat mich schon wieder gefrustet hier. Ich wollte doch gar nicht runterspringen. Kann ich da irgendwie hoch? Nee, kann ich hundertprozentig nicht. Ja gut, mit Speedrun-Techniken vielleicht schon, aber... können. Okay, nice. Okay. Ich war ein bisschen zu schief, aber es hat gereicht. Aber es geht weiter mit diesen ekelhaften Haken. Ja, Wandsprung da oben auch noch.
Und dann kommt so eine Drüse. Ja gut, okay, wenn ich da runterfallen sollte und nicht sterbe, dann bin ich hier relativ schnell wieder oben, aber trotzdem. Das könnte jetzt widerlich werden. Aber ich hab's. So. Stimmt, ich habe meinen allgemeinen Dreck weg jetzt wieder, nicht wahr? Das heißt doch eigentlich, ich kann auch... Ja, ich kann die verwenden. Nice! Weil dann ist die ganze Geschichte sogar ein bisschen einfacher. Weil dann... Spritze ich einfach die Wolken an, wenn es gehen würde. So. Bitte sag, es bleibt so einfach. Gut, letzter Sprung. Wir machen das so. Also sicher ist sicher, okay? Hätte ich jetzt hundertprozentig die Wolke nicht angespritzt, ich schwöre, ich wäre da wieder runtergeplumpst. Und dann wäre bei mir komplett Ende gewesen. Gut, Leute, ich glaube, die Folge ist lang genug. Gucken wir kurz mal. Ja, 16:37 steht bei mir mit Anfang weg, Katna. Ist die Folge lang genug? Leute, danke fürs Zusehen. Beim nächsten Mal wird hoffentlich der... Insignien-Schnitt, Sterne sind sie ja nicht, wieder ein bisschen hochgekurbelt, mal schauen. Auf alle Fälle, bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute!